So, auf zum Turm. Im Bestfall haben wir ja in der Nähe sogar direkt einen Schrein. Form zieht mein Blick, wie mag ich an. Entstand sie auf einem natürlichen Weg? Oder. Aber du bist schön, dich hier zu sehen, aber du bist ausreichend gegen die Hitze geschützt. Ich kann hier nur so gut malen, weil ich reichlich Kühlungsmedizin dabei habe. Wie ich sehe, interessierst du dich für die Gemälde, an denen ich arbeite. Siehst du die kleine Insel dort? Ich finde sie höchst faszinierend und möchte ihre Form auf meine Leinwand bannen. Wenn es bewölkt ist, kann man sie natürlich nicht immer sehen, aber seit der Kataklysmus über uns hereinbrach, gibt es viele Inseln, die so im Himmel schweben. Doch keine hatte bisher mein Interesse so geweckt wie seltsam geformte Insel dort drüben. Dieses Gefühl ist mir unerklärlich, doch es ist, als würde sie mir etwas sagen wollen. Wenn jemand diese Insel absichtlich in Form gegeben hat, dann muss es einen Grund gegeben haben. Hier. Ich vermute hier in die Richtung. Ich habe ihn gesehen. Verstecktes Eisen. Da war aber schon mal eine Truhe. What?
Hey! Es heißt ja versteckt. Was war jetzt denn nicht? Ja, das hatte ich erst nicht gesehen. Jetzt verstehe ich zumindest den Namen. Drei, sehr schön. Ich hätte nichts gegen die zweite Reihe, aber das wird, glaube ich, noch ein Stück dauern. Also Herzen mit zweiter Reihe. Es ist kalt. Hier fehlt uns halt noch was, aber das... Müsste da hin hier? Also wir haben hier schon relativ gut, würde ich mal sagen. Relativ gut das schon. Dass wir jetzt eigentlich nur der Straße folgen. Im Großen und Ganzen.
sollte reichen. Ja, du kannst das loslassen. Und jetzt kannst du es festmachen. So soll es doch was sein. Was hast du denn noch für ein Kühlungspilzreisbällchen? Sehr schön. Oh, Übernachtungsgeschenk sage ich auch nichts dagegen. Kann man immer gebrauchen. Stall der Schlucht. Ich sag ja, wir haben noch welche, die wir noch nicht haben. Sonst fehlt uns noch welche. Was? Aber wenn das nicht mein Kollege ist, ich hatte angenommen, dass dieser Stall verlassen ist und nicht mehr besucht wird, da habe ich mich wohl falsch gelegen. Jemand wie dir macht auch die größte Kälte nichts aus. Du überrascht mich immer wieder, Kollege. Meine kleinen Vögelchen zwitscherten mir etwas, und zwar, dass die Nutzung dieses Brunnens auf Befehl von Präsenzelle verboten wurde. Der Brunnen wird allerdings dringend gebraucht, sowohl von den Arbeitern als auch von Reisen von und ihren Pferden, nicht nur wegen des Wassers, sondern auch wegen der vielen Pilze, die dort wachsen. Warum also wurde er versiegelt? Der Besitzer des Stalls scheint nicht zu wissen. Und ich kann nicht selbst im Brunnen nachsehen, da meine Flügel im Weg sind. Und irgendwie müssen wir der Sache aber auf den Grund gehen. Versiegelte Quelle. Okay. Ja. Das ist jetzt nicht schlimm. Er scheint gerade aufzuräumen. Warum ist hier so viel Platz? Nur ich bin überrascht, dass du es geschafft hast, hierher zu kommen, hineinzukommen. So spät bist du noch auf deinen Beinen. Ich bin überrascht, dass du den ganzen Weg auf dich genommen hast. Aber leider ist diese Stadt für immer geschlossen. Wegen dieses verrückten Wetters können wir keine Pferde mehr zusammentreiben und die Gäste bleiben aus. Da im Überschuss hat uns ein Zelter dafür gesorgt, dass der Brunnen nicht mehr genutzt werden kann. Und das, wo es doch so ein nützlicher Brunnen war, mit so vielen darin wachsenden Pilzen. Die Prinzessin bezeichnete das als Übergangslösung und wollte zurückkommen, um den Brunnen wieder zugänglich zu machen. Aber das ist nie passiert. Hey, tut mir leid, bei mir läuft gerade so ziemlich alles schief. Aber nun zu dir, suchst du einen Platz zum Übernachten? Dann probier es doch beim Wüstenbazar. Du findest ihn, wenn du dich von hier aus westlich hältst und eine Weile läufst.
Es ist wirklich etwas weit, aber wenn du dir am Wüstenrand ein Transportmittel organisierst, bist du blitzschnell da, dann werde ich mich mal wieder ans Aufräumen machen. Was, hä? Das ganze Gerümpel ist weg. Und ich dachte, du wärst mit irgendetwas beschäftigt. Aber du hast einfach alles auseinandergenommen. Ich bin gerettet, danke. Hier gab es so viel Gerümpel, dass irgendwann die Tür dermaßen blockiert war, dass ich weder rein noch raus kam. Es gibt noch immer einiges zu tun. Doch dank dir kann ich diesen Ort hier überhaupt erst wieder verlassen. Doch zuvor lass mich dich ein letztes Mal in dieser Uniform als Kunde unseres einst so stolzen Stalls begrüßen. Willkommen im Stall der Schlucht, mein Herr. Du bist der letzte Kunde, den wir in diesem Stall empfangen. Als solcher sollst du gebührend geehrt werden. Ich werde deinen Stallpunktkarte eine Stallpunkt hinzufügen. Na, das war's dann wohl mit meiner Tätigkeit als Stallbursche. Es war mir eine Ehre und ich hoffe, deine Reisen werden weiterhin unter einem guten Stern stehen. Nun denn, ich habe immer noch ein bisschen was zu aufzuräumen und werde mich besser wieder an die Arbeit machen. Danke für deine Hilfe. Ah, da ist ja... Richtig, die Pferdefreunde haben uns vor einer Weile einige Bilderrahmen geschickt. Aber dann sind sie verschüttet gegangen und ich habe glatt vergessen, dass wir welche haben. Ich ziehe nur das Papier ab. Und? Das sind doch mal feine Rahmen. Wir sind wohl etwas einsam sein im Stall. Also sollte ich die letzte Geste vielleicht hübsche Bilder aufhängen. Aufruf für die Piaffe. Allerdings, wie ich sehe, interessiert mich den leeren Bilderrahmen dort, ja. Natürlich. Ich war mit den Rümpeln beschäftigt, dass ich Bilderrahmen von den Pferdefreunden fast vergessen hätte. Ich habe hier viel Zeit verbracht und verdanke diesem Stall so einiges. Daher möchte ich dieses Gefühl der Dankbarkeit mit einem schönen Landschaftsgemälde ausdrücken. Nun, da er schließt. Und zwar habe ich einen Reisenden Onni, der neulich hier durchgekommen ist, eine Geschichte gehört. Ganz in der Nähe findest du einen Ort, der so bekannt ist, dass er sogar auf Karten zu finden ist. Den Brillenfelsen. Der Reisende erzählte, dass er beim Überflug den Brillenfelsen nach unten gesehen hat. Und das sah so aus, als würde der Felsen lachen. Ich möchte diesen Stall mit einem Lächeln schließen. Also ist das perfekte Motiv, findest du nicht? Aber fliegen kann ich nicht, also wird daraus wohl nichts. Wenn mir natürlich jemand ein Bild vom lächelnden Brillenfelsen zeigen würde, könnte ich es einfach abmalen. Link, ja. Link, du hast zwei. Unfassbar, dass ich versehentlich gleich zwei Bilderrahmen erhalten habe. Schließlich wird der Stall geschlossen, aber ich habe viel Zeit hier verbracht. Wer möchte still von diesem Jahr? Ich dachte, ein großes Schwert, das in einen Berggipfel des Gerudo-Hochebene nordwestlich von hier steckt. Aber ich muss immer noch den Stall entrümpeln. Außerdem ist es hier in der Gerudo-Hochebene so kalt. Wenn ich das große Schwert oder auch nur ein Bild davon hier vor mir hätte, dann könnte ich es einfach nachmalen. Okay. Ich sorge dafür, dass du hier bald wieder deswegen ist die Quelle also versiegelt gewesen. Schwarzer Exhalbruch.
dass man die dann deswegen schließt, kann ich irgendwie nachvollziehen. Gesehen, eine gefährliche Quelle. Hey Kollege, ich habe ein Monster gehört. Geht es dir gut? Kollege, und wie war es im Brunnen? Hast du etwas herausfinden können? Diese Monster hinter den Felsblockade. Spekulieren wir einmal. Vielleicht wusste Prinzessin Zelda, dass sich der Brunnen in ein Monsternest verwandelt hat. Also hat die ihn mit Felsen füllen lassen, damit der Stall und die Reisenden nicht in Gefahr geraten. Aber darüber wurde Stillschweigen bewahrt, weil sonst eine Panik ausgebrochen wäre. Vielleicht sollte der Brunnen nur zeitweise versiegelt werden und die Prinzessin wollte später Soldaten schicken. Doch dann ist sie verschwunden, bevor sie dazu Gelegenheit bekam. Dann würde alles Sinn ergeben. Was meinst du, Kollege? Kannst du meine Gedankengänge folgen? Schlussendlich ist unsere Pflicht, vermeintliche Fakten zu durchschauen und die Wahrheit auf den Grund zu gehen. So, Kollege, damit sind wir nun neuen Gerüchten um Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Nichts anderes hätte ich von dir erwartet, Kollege. Kletis hatte recht damit, ihr Vertrauen in dich zu setzen. Hier für dich, Nesthäkchen. Eine Sache noch, wir haben eine Belohnung von Kletis erhalten. Gute Reporter müssen unbedingt auf ihr Erscheinungsbild achten. Dieses gute Stück sieht aber nicht nur gut aus. Es ermöglicht es dir, an Wänden festzuhalten, ohne bei Regenwetter abzurutschen. Ich finde, es lohnt sich die Mühe, das Teil anzulegen, damit ein Interview im Regen, das wäre aufsehenserregend. Die Motive der Prinzessin mögen diesmal nur Spekulationen meinerseits sein, doch meine Reporterinstinkte geben mir recht. Deshalb werde ich auch nicht zögern, einen Artikel über die ganze Sache zu schreiben. Und jetzt Abflug! Ja, wir sehen uns. Ich habe ja nicht mal damit gerechnet, dass da noch ein Stall ist, muss ich mal so sagen. Aber gut. Wir haben einen. Wir haben einen Stall gefunden, der versiegelt war. Hier war ein Monster. Elixir-Öffel. Maxi-Truppe. Also, es ist der Brunnen relativ langweilig. Und halt ein paar Fische noch.
nichts, wo ich jetzt unbedingt sagen würde, muss ich haben. So, da jetzt das geklärt ist wegen dem Stall. Dann kann er ja eigentlich den Stall ja weiter betreiben, oder nicht? Ah. Es ist schön, dass man wieder Besucher vorbei. Es ist zwar schön, dass mal wieder ein Besucher vorbeischaut, aber wie gesagt, dieser Stall ist nicht mehr in Betrieb. Wegen den verrückten Wetters können wir keine Pferde mehr versorgen und die Gäste bleiben aus. Zu allem Überfluss hat Prozentzell dafür gesorgt, dass der Brunnen nicht mehr genutzt werden kann. Dabei war uns der Brunnen sehr viel gelegen. Es wachsen sogar Pilze darin. Die Prinzessin bezeichnet als Übergangslösung, ja. Was die Prinzessin hat den Brunnen mit Gestein füllen lassen, damit keine Monster herauskommen können. Puh, da schäme ich mich, aber ich dachte, sie hätte den Stall im Stich gelassen, aber er hat sie ihn geschützt. Nach dem Bau des Brunnens wurde hier mehr und mehr Monster gesichtet. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, muss das aufgehört haben, nachdem der Brunnen mit Stein gefüllt worden war. Die Stallarbeit nimmt mich immer so ein, dass ich nicht mal daran gedacht hatte, mit dem Brunnen genauer anzusehen. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Das nächste Mal, wenn Prinzessin Zelda sehen, muss ich mich unbedingt bei ihr bedanken. Ja. Ich hab halt ernsthaft nicht gedacht, dass da was ist. Aber, ja. Unerhofft kommt oft, oder wie? Gerudo-Wüste. Willst du deinen Freund? Ja. Hier drüben, mein Herr. Ach, es ist lange her, dass ich so viele Kunden hatte. Ich kann gar nicht mehr aufhören zu grinsen. Im Gerudo-Tal herrschen schon immer extreme Temperaturen. Hitze wie Kälte, das wie gewohnt. Aber dieser Sand schon ruiniert das Geschäft endgültig. Wir verleihen Sandrobben. Sie können sich mühelos in der Wüste fortbewegen. Sehr nützlich, deshalb betreiben wir einen Sandrobbenverleih. Da ist sicher schon aufgefallen, wie schwer es ist, durch den Sand zu stapfen. Nicht, wenn du also durch die Wüste willst, wirst du ohne Sandrobbe nicht weit kommen. Eine Robbenrobbe kostet 20 Rubine und eine Sonnenbrille mit Schlitten kostet 50 Rubine. Robbenlos glücklich. Bist du sicher? Die Wüste ist gerade jetzt. Da schon zu Fuß durchschreien dürfte ziemlich schwierig werden. Habe ich denn hier so... So als... Kühlungspilzchen. So. Mann. Ich bin einfach zu klein.
Und ja, ich sehe, dass da ein Tempel ist, Schrein ist. Ihr wisst, was ich meine. Und natürlich kann man sich den mit den Schlitten das machen, aber die paar Meter. Danke, dass du meinen Freund zu mir gebracht hast. Machen wir doch gerne mit dem Krog. Und jetzt noch den Schrein. Maya-Tata-Schrein. Weg für nächstes Häschen. Rutschparty. Nein. Ja. Achso, ich soll... Ich hab schnell geschalten. Mann, war das jetzt fail. Seine Zen-User hier.
Jetzt wäre der halt echt gut gewesen. Wie entspannend. Und wie elegant. Von einfach so einfach rübergesprungen vom Pazigrad. Und wir haben vier Segenslichter, die mir zum Herz machen können. Westbarsch. Wenn die Hitze zu viel ist. Wasser, gefällt dir das? Das dachte ich mir. Ein absolutes Muss für jeden modebewussten Boy, der in den heißen Wüste heiß aussehen möchte. Das ist mein letztes Exemplar, wenn du es kaufst. Dann verrate ich dir ein Geheimnis, das nicht einmal Gerudo kennen. Mehr habe ich davon nicht Hand drauf. Zack. Da du gerade mein letztes Mal gekauft hast, verrate ich dir ein Geheimnis. Der Stirnmesser, das du gekauft hast, ist ein Teil eines Sets. Es gibt auch noch einen Wüstenbeinschutz, einen Wüstenschulterschutz. Aber man kann sie nur an einem bestimmten Ort kaufen, und zwar Gerudo Geheimclub in Gerudo-Stadt. Und den findet man hinter der Boutique Wüstenblume. Wo ich so darüber nachdenke, wir dürfen Gerudo Stadt gar nicht betreten. Ach, vergesst das, was ich gesagt habe. Ölflasche. Zitterkraut. Es ist so heiß. Ich weiß, ich bin heiß. Ich bin ein heißes Kerlchen. Und hier ist ein heißer Brunnen. Brunnen am Wüstenbörser. Hey, die kriegen wir also mit sehr viel Mühe kriegen wir die also kaputt. Eine Bombenverschwendung.
Kannst du mich vielleicht mal in Ruhe lassen? Schade. Hätte sich halt echt ein Stuff angeboten. Joa, dann schauen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Gut. Ist jetzt nicht, was ich erwartet habe, aber gut. Das ist schwarz. Na komm, lass mich hier schon durch. Leuchtsam. Ist ja auch noch sowas.
Gute Pilze. Na komm. Ein Mayu-Signum. Ach, da hätte ich jetzt einfach auf schon an sein. Gut. Hätte ich das mal gewusst. Hätten wir genauso durch können. Aber habe ich es gewusst. Wenn das Blutmondslicht die ganze Welt färbt, erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben. Und ihr Hass ergießt sich über das Land. Wenn der Blutmond kommt. In unserem Land, dann bin ich ganz schnell weg. Denn den brauche ich nicht. Slimes. Ah. Rezepte. Sieht lecker aus. Ach so, eher uninteressant. Ah. Sollen wir hin? Dahin. Sand in der Auge. Das ist so. Ja, hier geht's doch hoch, oder nicht?